Herzlich willkommen zu einem Shop-Video. Eigentlich müsste ja heute das Update kommen, das Update 12.6. Allerdings, da es ja heute immer nicht gekommen ist, muss es dann ja eben halt morgen kommen. Ist ja eigentlich zurzeit immer so, dass es entweder Dienstag oder Mittwoch kommt. Manchmal kommt es wieder am Dienstag, manchmal dann wieder am Mittwoch. Deshalb weiß man es dann eben halt vorher immer nicht. Aber anscheinend muss das dann eben halt morgen kommen. Ich denke auch nicht, dass es irgendwie diese Woche dann ausfällt und erst nächste Woche kommt. Da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass es diese Woche kommt, also morgen. Wenn ihr natürlich zu den News-Videos dazu nichts verpassen wollt und generell hier keine weiteren Videos mehr auf dem Kanal verpassen wollt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen, dann verpasst ihr auch, wie gesagt, keine Videos mehr. Und ihr unterstützt mich auch auf dem Weg 10.000 Abonnenten. Dort fehlen, glaube ich, auch nur noch 70. Ihr könnt euch auch gerne dieses Video bewerten, kommentieren und teilen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auf dem Twitch-Kanal vorbeischaut. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Dort haben wir tatsächlich gestern auch die 100 Follower schon erreicht. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den Itemshop an und dort haben wir heute den Einsichtsscan mit einem neuen Stil tatsächlich drin. Der kam hier vor 2 Wochen schon rein und seitdem kam ihm halt der Skin an sich nicht mehr im Shop. Allerdings konnte man den Skin, den Stil der trotzdem spielen, wenn man den Skin schon hatte. Sieht auf jeden Fall eigentlich ganz cool aus. So ein bisschen in den lilanen Farbtöne. Sieht auf jeden Fall wirklich ganz cool aus. Natürlich in meinem Backpack dasselbe. Dann auch noch der Weitschuss-Skin mit genau dem gleichen Stil. Dann sehen die tatsächlich so relativ ähnlich aus. Vorher haben die sich ja noch unterschieden. Dadurch ist der eine blau und der andere hier in diesem, ja, ein bisschen herbstlichen Look war. Und jetzt sehen die beide eben halt von den Farben her sehr, sehr ähnlich aus. Deshalb ist da irgendwie kein großer Unterschied tatsächlich mehr. Als nächstes haben wir dann hier den Tsuki-Skin, dann die Kupferwespe, dazu dann die heftige Hieb-Spitzhacke und die Stachellackierung. Dann haben wir als nächstes noch den Überschall-Skin. Hier gibt es 4 verschiedene Stile. Einmal den Schädel, den Wolf, den Hornissen und dann den Falken-Stil. In das Backpack ist auch reaktiv. Hier werden einfach die Kills angezeigt, die man in einem Match hat. Und dann gibt es den Zielsichergleiter noch, dann verstohlenes Schwarz als Lackierung, dann die Luftkampflackierung noch dazu. Als nächstes haben wir dann noch den Castor-Skin. Hier gibt es mittlerweile auch 3 verschiedene Stile. Einmal den Standard, dann den Feuer und dann noch den Eiswasser-Stil. Ist auf jeden Fall ganz cool, dass im Nachhinein bei vielen Skins dann immer noch ein paar Stile hinzugefügt werden. Dann haben wir heute neu die Flammenleuchten-Lackierung, die tatsächlich auch reaktiv ist. Also hat ja so schon eine leichte Animation und wenn man schießt, dann wird, glaube ich, einfach etwas heller, so wie es scheint. Also zumindest hier vorne. Und dann eben halt, wenn man nicht mehr schießt, wird wieder etwas dunkler. Und ist ja im Prinzip fast so ein bisschen so wie Magma, wie das hier aussieht. Und die erstarrt dann sozusagen wieder ein bisschen. Ist ganz in Ordnung, aber ich finde, der Waffeneffekt ist jetzt nicht so extrem krass. Dann haben wir als nächstes die Zaubermacht-Spitzhacke. Hier gibt es nur 2 verschiedene Stile. Nur den Standard und den Feuerstil. Schade, dass es hier keinen Eiswasserstil noch gäbe, wo vielleicht eine ganze Spitzhacke einfach so ein bisschen vereist wäre. Sehr sicherlich auch sehr, sehr nice aus. Dann haben wir als nächstes den Flamingo-König-Skin. War, glaube ich, auch schon sehr, sehr lange nicht im Shop. Und als letztes haben wir da noch Shaolin-Setup. Das war es dann auch mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.